Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe meiner Top 10 Reihe. Diesmal gehe ich gemeinsam mit dem Kanal Modellbahnwelt TV dem Thema Straßenbahn auf den Grund. Während ihr bei ihm ein Video über die 10 größten Netze finden könnt, Link in der Videobeschreibung, möchte ich euch in diesem Video die 10 kleinsten Straßenbahnnetze Deutschlands vorstellen. Als Straßenbahn wurden hierbei alle nach Straßenbahnbau und Betriebsordnung verkehrenden Strecken berücksichtigt, abgesehen reine U-Bahn-Strecken wie in Berlin, München, Hamburg oder Nürnberg, die zu 100% von der Straßenbahn getrennt sind. Berücksichtigt wurden auch solche Strecken nach Eisenbahnbau und Betriebsordnung, die dem Betreiber des Straßenbahnnetzes gehören und ausschließlich von diesen Fahrzeugen betrieben werden. Eine genauere Aufschlüsselung, was genau alles in die Wertung einfloss und was nicht, erfahrt ihr inklusive einiger Beispiele in der Videobeschreibung. Nun aber nichts wie los in unsere Rangliste. Platz 10 belegt die Straßenbahn Schöneiche. Das aus einer Linie bestehende Netz verbindet den S-Bahnhof Berlin-Friedrichshagen mit den Städten Schöneiche und Rüdersdorf. Es ist 14,1 Kilometer lang. Die hier verkehrende Linie trägt die Liniennummer 88. Hier verkehren im Misch Straßenbahnen des Typs Katra KTNF6 und Transtech Arctic. Platz 9 führt uns in die Bauhausstadt Dessau, die ein 12,5 Kilometer langes Straßenbahnnetz bestehend aus zwei Linien ihr eigen nennen darf. Hier verkehren ausschließlich Fahrzeuge des Typs NGT6DE von Bombardier. Auch Platz 8 befindet sich in Sachsen-Anhalt, genauer in Halberstadt. Einem Netz, das ähnlich wie das in Dessau aufgebaut ist, denn es besteht ebenfalls aus zwei Linien, ist in diesem Fall jedoch nur noch 11,7 Kilometer groß. Hier verkehren Fahrzeuge des Typs NGT-W6. Platz 7 sieht ebenfalls ähnlich wie die beiden Vorgänger aus. Denn auch die Straßenbahn der östlichsten Stadt Deutschlands, Görlitz, besitzt nur zwei Linien und bringt es auf eine Streckenlänge von nur 9 Kilometern, womit wir uns nun im einstelligen Bereich befinden. Anders als in den vorherigen Netzen sind hier ausschließlich Fahrzeuge älterer Bauart, genauer vom Typ Tatra KT4D unterwegs, auf der Linie 1 dabei auch in Doppeltraktion. Platz 6 hingegen ist grundlegend anders. Nicht nur, da es unser einziger westdeutscher Kandidat ist, sondern auch, weil das Netz der Straßenbahn Heilbronn nach über 30-jähriger Betriebseinstellung erst 1991 wieder in Betrieb ging. Das Netz wird ausschließlich mit zwei Systemfahrzeugen betrieben, da alle drei Linien, die im Übrigen S-Bahn-Nummern tragen und Teil des Netzes der S-Bahn Karlsruhe sind, weiter über das Eisenbahnnetz verkehren. Anders als die Straßenbahnstrecken in Wörth und Bad Wildbad, die ebenfalls Teil des Karlsruher S-Bahn-Netzes sind, befindet sich das Heilbronner Netz im Besitz der örtlichen Stadtwerke und könnte theoretisch auch alleine betrieben werden, weshalb es hier separat gewertet wurde. Der reine Anteil des Straßenbahnnetzes liegt bei 8 Kilometern und belegt damit wie angesprochen Platz 6. Platz 5 ist mit nur 100 Metern weniger die Kürnitztalbahn in Bad Schandau. Die einzige Linie des 7,9 Kilometer langen Netzes führt vom Bad Schandauer Kurpark durch das Kürnitztal zum Lichtenhainer Wasserfall. Die Strecke dient fast ausschließlich dem touristischen Verkehr, verkehrt aber 365 Tage im Jahr im festen Takt, womit sie sich von reinen Saisonbahnen unterscheidet. Im Einsatz sind hier ausschließlich Fahrzeuge im historischen Stil. Platz
Platz 4 belegt die Straßenbahn Nordhausen, die 3 Linien besitzt und auf ein Streckennetz von 7,1 Kilometer kommt. Die Linie 10 verkehrt dabei allerdings als Mehrsystemlinie weiter über das Netz der Harzer Schmalspurbahn bis Ilfeld, wobei diese Strecke nach unserer Eingrenzung nicht in die Wertung eingeflossen ist. Gleichzeitig verkehren zum Teil auch Triebwagen der HSB bis aufs Straßenbahnnetz. Die Nordhäuser Straßenbahn wird mit Kombinotriebwagen betrieben. Auch wenn sie auf den ersten Blick wie eine Berliner Straßenbahn aussieht, ist die Straßenbahn Strausberg trotzdem ein eigenständiges und abgeschlossenes Netz. Die einzige Linie mit der Nummer 89 führt vom Bahnhof Strausberg nach Strausbergstadt und bringt es auf eine Länge von 6,2 Kilometern. Eingesetzt werden Flexity-Triebwagen. Auch die Woltersdorfer Straßenbahn ist wie jene in Schöneiche und Strausberg ein S-Bahn-Zubringer im Umland von Berlin. In diesem Fall in Form der Linie 87 vom S-Bahnhof Rahnsdorf nach Woltersdorf-Schleuse. Die Strecke bringt es auf eine Länge von 5,6 Kilometern und belegt damit Platz 2. Platz 1 geht an die nur 2,9 Kilometer lange Straßenbahn Naumburg, deren einzige Linie vom Naumburger Hauptbahnhof zur Station Salztor verkehrt. Auch hier verkehren wie in Bad Schandau und Woltersdorf ausschließlich Fahrzeuge längs vergangener Tage. Damit wäre ich auch wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.